Ich habe ja eigentlich vorgehabt, kein Video über dieses Spiel zu machen, aber was mir heute passiert ist, das ist extrem heftig. Jeder, der das Spiel kennt, jeder, der das Spiel hat und jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, ist ja alles eigentlich alles in einem, scheißegal, der weiß, wenn man die Planeten erkundet und findet eine tolle Stelle und dann denkt man, ah, da möchte man landen, da möchte man ein paar Ressourcen abbauen und dann drückt man halt sein Knöpfchen. Und man landet. Manchmal ein bisschen außerhalb von dem geplanten Punkt. Und manchmal trifft man genau die Stelle, die man gern haben möchte. Das war auch heute mein Plan. Ich hatte vor, einen Wegpunkt anzufliegen und den zu aktivieren. Und was mir da passiert ist, das ist, weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Müsst es euch einfach mal selber angucken. Das hier ist der Wegpunkt. Ja? Also das Signal, Dingsbums, die Antenne, keine Ahnung. Ich bin auch gerade zu bewandert im Game. Und hier sind Felsen, ein paar schöne Blümchen. Das hier, das ist der Ausblick, den man so hat. Und ja, ich hatte eigentlich vor, diesen Wegpunkt hier zu aktivieren, damit ich rausfinde, wo in der Nähe noch irgendwas zu holen ist. Und hab dann zur Landung angesetzt. Und jeder kennt die Landesequenz. Das Ding, das Raumschiff, also in dem man fliegt, das hält an, landet, die Klappe geht auf, man steigt aus. Eigentlich ziemlich easy. Das ist zu geil. Jetzt, pass auf. Ja, wir laufen hier so ein bisschen hoch. Das wird also die krasseste Landung, die ich jemals in diesem Spiel gesehen habe. Echt. So, hier ist dieser Krater, weil diese Signalstäbe Dinger, die stehen immer, zumindest meistens, in so einem kleinen Loch drinne. Und meistens landet man dann außerhalb, irgendwo da hinten oder hier, ja, oder da oben auf dem Felsen. Also man muss immer noch ein Stück rennen. Aber pass auf, das ist geil. Ich gehe da oben hin. Weil da sieht man mehr. Ach, da ist noch ein anderer Planet, den kann ich auch noch erkunden. So, das machen wir aber später. Ja, wo ist jetzt mein Raumschiff, ne? Hehe. Pass auf, da. Guck mal. Das ist der Schatten von meinem Raumschiff. Und wie ihr seht, steht das auf so einem anderen Schatten. Auf einem ganz, ganz schmalen Schatten. Jetzt gehen wir darüber. So. Ja, das ist so die perfekte Stelle. Also ihr seht, hier gibt es jede Menge Terrain, wo man landen könnte, wo ich auch eigentlich landen wollte, für den Wegpunkt zu aktivieren. Schöne freie Flächen, alles wunderbar. Ne? Und dann, ich drücke das Viereck auf meinem Controller, um zur Landung anzusetzen. Ich weiß, ich spanne euch jetzt ein kleines bisschen auf die Folter, das mache ich aber mit Absicht. Jetzt kommt's. Achtung. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Direkt oben auf diesem Scheißmast bin ich gelandet. Die Klappe ging auf, ich bin ausgestiegen, ich habe um mich rumgeschaut. Ich dachte mir, ey. Warum ist das ganze Terrain so hoch? Ich gucke unter mich und dann der Krater. Ne? Dann so hier runtergehüpft. Wo bin ich, glaube ich, gelandet? Moment. Ne? Da ist das Cockpit. Ja. Hier irgendwo bin ich runtergehüpft, habe mich rumgedreht und sah nirgendwo dieses verfluchte Raumschiff. Und ich dachte mir erst, das wird irgendwo hier oben stehen, aber dann nach oben geschaut. Zack. Perfekte Landung. Also wer sowas schon mal hinbekommen hat, der schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, weil so krasse Landungen, ich gehe mal davon aus, dass die sehr selten in diesem Spiel vorkommen. Das war nur ein kleiner Tipp, eine kleine Info zu diesem Spiel.
Ich finde es halt krass, weil ich habe sowas noch nie hinbekommen in den 15 Stunden, in denen ich das Spiel jetzt, in denen ich das Spiel, in denen, leck mich doch am Arsch, in denen ich das Spiel jetzt schon spiele. Also, ab in die Kommentare damit, wenn ihr noch weitere krasse Landungspunkte habt. Und guck mal die auch gerne an, bewerte sie und kommentiere sie. Und danke fürs Zuhören. Bis später. Tschüss.